Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Im heutigen Videoblog geht es um die Situation, man hat einen Aufhebungsvertrag geschlossen im Arbeitsrecht und fragt sich jetzt, komme ich da irgendwie wieder runter? Gibt es da nochmal eine Möglichkeit wegzukommen? Man hat nämlich festgestellt, dass das Ding gar nicht so gut ist, wie man eigentlich dachte. Ich warne grundsätzlich immer davor, ohne professionellen Rechtsrat vorab natürlich, überhaupt einen Aufhebungsvertrag zu schließen. Es gibt keine Situation, in der das günstig ist, selbst wenn einen der Arbeitgeber noch so sehr unter Druck setzt, selbst wenn man wirklich Mist gebaut hat, vielleicht sogar geklaut hat. Gerade dann braucht man vorab Beratung. Wenn der Arbeitgeber es ehrlich meint, wenn er wirklich mit einem eine vernünftige Lösung finden will, würde er einem diese Möglichkeit einräumen. Ich erlebe es immer nur dann so hektisch und so Druck unter Drucksituationen, wenn der Arbeitgeber extra nicht will, dass derjenige sich nochmal beraten lässt. Einen anderen Grund gibt es dafür nicht. Ja? Machen Sie sich das klar und schließen Sie bitte keinen Aufhebungsvertrag, bevor Sie nicht mit einem Fachanwalt für Arbeitsrecht, am besten einem, der auf Kündigungsschutzrecht spezialisiert ist, gesprochen haben. Ich biete kostenlos und unverbindlich Telefonate zum Thema Aufhebung, Kündigung im Arbeitsrecht an. Sie können gucken bei mir, ob man was machen kann, was man machen kann und was es kosten würde. Nutzen Sie solche Möglichkeiten. Es gibt auch andere Kollegen, die das machen. Aber wenn Sie nun den Aufhebungsvertrag geschlossen haben, wie sieht es dann aus? In der Regel nicht so gut. Es gibt dann noch die Möglichkeit, den Aufhebungsvertrag anzufechten. Widerruf geht nicht, hatten wir ein Video dazu gemacht. Wir hatten auch ein Video dazu gemacht, wann und wie Anfechtungen gehen. Man muss dann im Einzelnen gucken, in der Regel Anfechtungen wegen Arglist der Täuschung oder wegen Drohung mit einem empfindlichen Übel. Da kommt man unter Umständen an die ganze Sache nochmal ran. Wenn Sie das näher interessiert, gucken Sie sich das Video an Anfechtung eines Aufhebungsvertrages nochmal an. Dort habe ich im Einzelnen die Voraussetzungen erläutert. Hier in dem Video muss man sagen, Aufhebungsvertrag geschlossen, alles zu spät, so ist ja die Frage des Videotitels und ich würde sagen, ganz, ganz häufig, ob wirklich nochmal vom Profi überprüfen lassen. Man kann das in der Regel im Rahmen einer Erstberatung machen. Wenn Sie in irgendeiner Weise genötigt, bedroht oder sonst wie wurden, überrascht wurden im Zusammenhang mit dem Abschluss des Aufhebungsvertrages, dann lohnt sich das. Wenn Ihnen der allerdings zugeschickt wurde oder Sie haben da 3 Wochen drüber gebrütet oder haben den selber entworfen oder so, in all diesen Fällen wird es eher schwierig sein. Soweit. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.